Dann haben wir welche. Ich guck gleich mal. Oh, man sieht auf der Karte. Okay, das ist eine. Oh, die schöne Karte. Oh ja, Secondhand-Geschäft, ihr Haus. Ah, da müssen wir hin, glaube ich, ne? Da müssen wir hin, glaube ich, ne? Ich glaube, da müssen wir hin. Da sollten wir, BTC meine. So. So. Ja, es gibt, soweit ich weiß, Tanzmädchen hier übrigens. Ne, ich wollte es nur sagen. Es gibt Tanzmädchen. Und ich weiß noch nicht genau, wann wir die Wirtschaft hier weiter ankurbeln. Indem wir auch den unterbezahlten Tanzmädchen natürlich. Die müssen ja auch was verdienen. Ja, es gibt viele Leute, die verspotten das oder sagen, ne, oder verfluchen das, blablabla. Aber die müssen ja auch was verdienen. Die wollen damit ihr Studium finanzieren, um auch zur Wirtschaft beizutragen. Deswegen gehen wir da halt hin und müssen selbstlos irgendwann auch die Tanzmädchen bezahlen. Die müssen natürlich auch irgendwie. Ne? So. Okay. Ich setze mich mal kurz bequemer hin. Ah. So, wir haben 1-4. Großzügig von dir? Nee, das ist einfach selbstverständlich. Ich sehe das einfach als selbstverständlich. Ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, oh Gronkh, du bist ein Held, ja? Aber, oder nicht alle Helden tragen Cape, natürlich, das könnt ihr gerne sagen. Ja, es wäre auch okay. Aber ich finde, es ist eine Selbstverständlichkeit. Ich finde, jeder Mensch sollte das machen. Man muss sich ja auch um die Mitmenschen kümmern. Ne? So ist es ja halt. Tanzen ist ein ehrbarer Beruf, der Geist und Seele vieler Menschen erfreut. Ja, ne? Ne? Nicht alle Helden tragen Cape. Oh, Gronkh, du bist der Held. Ach, Chat. Ihr müsst das natürlich nicht sagen. Also, ihr könnt schon gerne. Ihr müsst das nicht sagen. Könnt aber schon, ja? So. Ich glaube, wenn jeder von uns einfach ein bisschen mehr Tanzmädchen bezahlen würde, ich glaube, dann würde es der Wirtschaft auch besser gehen. Gerade jetzt während Corona, ne? So. Da würde auch der Einzellhandel wieder steigen. Verstehst du, wegen hier oben Einzell? Okay, gut. Der war wirklich schlecht. Ich entschuldige mich für diesen Witz. So, warte ganz kurz. Oh, ich hasse das. Ich hasse. Und lieber Tanzmädchen als sowas. Ja? Oder so ein krumm buckliger Dieb. So. Gut. Helden tragen Jogginghosen aus dem Gronkh-Shop, sagst du. Schön. Oh nein, hier oben verzieht es mir wieder den Bildschirm. Ich glaube, ich muss das neue OBS erstmal deinstallieren. Also ich glaube, ich brauche ein älteres OBS. Das ist alles nicht cool. Das ist alles nicht so cool. So, wir haben 2000. Wir haben... Geil, ich bin eine Heldin. Oh ja, gute Idee. Für Leute, die wieder hart Backseat Game, nur mal ganz kurz. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Bud Spencer, da bist du ja wieder. Hallo, hallo, liebe Grüße auch an Frau und Kind. Hallo, mal wieder vielen Dank. Schön, dass du mal wieder reinschaust. Vielen Dank, vielen Dank. Was ich gerade sagen wollte, ja, für Leute, die mal wieder Backseat Game. Wir haben momentan noch keinen Skillbaum, weil wir noch im Tutorium sind. Da gibt's den Skillbaum noch nicht. Das neue OBS hat Probleme mit den Browser-Sourcen, deswegen ist bei uns heute das Stream leider sehr wackelig gewesen bis jetzt. Und bei mir das Vorschaubild wird dauernd verzerrt. Die Frame-Renderzeit ist irgendwie niedriger, warum auch immer. Also höher meine ich, die Renderzeit ist höher. Und auch mein Vorschaubildschirm, der verzieht manchmal komplett. Also ich weiß nicht genau, was da los ist. Hat Probleme mit Nvidia aktuell. Hat wohl momentan noch Probleme mit Nvidia. Bin ich gerade nicht so der Fan von.
Ich habe noch nie ein OBS-Update bereut. Noch nie. Diesmal schon. Obwohl ich mich diesmal drauf gefreut habe. Junge, Junge, wie viel Kohle kriegen wir denn jetzt hier? Wir haben schon wieder 2400. Sodyline, danke schön. Vielen Dank. Es tut mir leid, ich muss leider noch eine Maschine holen. Ich hole noch eine Cybermaschine. Und wir haben immer noch 1000 übrig. Voll geil. Den. So. Ah, klar. Achso. Cool übersehen. Ja, wir kaufen gleich einen neuen Boden. Wir kaufen auch gleich ein paar Lampen. Und ich würde am liebsten gleich schon die Level 5 Lampen kaufen. Ich würde aber erstmal gerne. Ich würde auch gerne einen Mining Rig holen. Vielleicht. Ich wollte darauf gerade nochmal ein bisschen sparen. Ich würde gerne mal mit dem Mining Rig rumprobieren. Ich war auf den besten Computer zum Anfang? Nö. Noch nicht. Ich bin noch nicht bereit anzufangen. Ich will erstmal Mining Rig. Das OBS-Update macht bei einigen Streamern Ärger, weil Shurioka hat es sich die Tage sogar zweimal aufgehangen und aber den Stream beendet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also haben wir noch Glück? Ups. Lassen wir uns mal überraschen. So. Aber wie ich OBS komme, erkenne, wird aber schon sehr bald ein Update rauskommen. Die sind ja immer. Die sind immer sehr engagiert. Als das Kamel die Leiche da rumschleift. So, immer rein, immer rein. Vielen Dank. So, warte. Nee. So, muss reichen, ne? Wir brauchen bald den Bodenreiniger, wenn das, ne? Also, das wird langsam, je mehr Kunden wir haben, eigentlich cool. Aber guck mal, wie dreckig das hier einfach schon ist. Wir brauchen diesen scheiß Roboter. Bevor wir den Laden eröffnen, brauchen wir den. So. Da noch. Was sag mal. Das muss doch nicht sein. Excuse me. Natascha, dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön, dankeschön. Was? Ich muss nochmal die Spülmaschine machen und Wäsche. Was? Habt ihr gerade gesehen, dass der Alert geflimmert hat? Das ist leider OBS aktuell. Da, der Alert flimmert auch ein bisschen. Das ist leider momentan OBS. Nicht so geil. Und die brauchen die Lösung relativ bald, weil man sonst mit der neuen Twitch-API nicht mehr streamen kann. Schwierig. Wird sehr schwierig. So, okay. Ich mach zu. Wir haben ein bisschen Geld, ne? Ich mach zu. Wo können wir das Mining Rig kaufen? Einfach hier geradeaus und dann rechts. Oder hier? Keine Ahnung, warte mal. Hier war das irgendwo, ne? Ach, hier. Morgen! Was haben wir denn vor uns? Grafikkarte für den Bergbau. Alles klar. Ein BTC-Miner, $999. Okay. Ein Rig-Koffer. Wir brauchen zuerst das Case, ne? Für den Bergbau. Zuerst brauchen wir einen Case. 650. Wäre schlau. Okay. Laden ist ja eh gerade geschlossen, ne? Oh, ich hoffe, die Bullerei hält uns jetzt nicht an. Der wird gleich wieder erschossen hier. So, warte. Das ist ein normaler Computertisch.
Aber ich würde gerne probieren, trotzdem noch. Kann ich den auch... Das mit dem Wurf ist halt... Ach, okay, bauen. Okay, warte. Wollte gerade sagen, das mit Wurf ist irgendwie kacke. Ich trage schon was. Achso, ja, ich wollte hier... Ich kann ihn auch nicht... Okay, ich kann ihn nur auf den Boden stellen. Kann ich auch normale Tische kaufen? So. Gestoppt, nah dran. Close. Nah dran. Gib deinen Miner-Code ein. Ich muss mal gucken, wo ich den herkriege. Ich nah dran kurz. Nah dran. Okay, warte. So, der ist weg. Hätte gerne BTC-Miner. Der hätte vielleicht auch erstmal gereicht, oder? Hätte der nicht selber schon mal gereicht? Oh oh, Polizei. Ja, ich bin doof. Ich hätte das. Der hätte schon gereicht. Jetzt haben wir zwei. Okay, wie viel Geld haben wir denn eigentlich? Ich hol noch eine Grafik. Ich hol noch mal eine Grafikkarte. Die darf ich ja haben, ne? Grafikkarten darf ich haben. So, warte. So, ich kaufe dir aber alle. Ich kaufe dir alles ab, was sie hat. Später. Die beiden kaufe ich auch noch später ab. 500. Hab nicht genug Geld. Cool. Hat sich gelohnt. Okay, warte. Ja, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber ist egal. Ach, Alter, erschreck mich doch nicht so. Ich lasse ein bisschen Abstand dahinter. Und ich weiß, ne, auch wenn da Fußspuren sind, wir müssen dann gleich diesen komischen... Wir müssen gleich diesen sauber Pfiffi da kaufen. Oh, da noch eine schöne Space Racer Maschine hin, oder was? Theoretisch kann da keiner durch. Theoretisch. Nee, die laufen noch nicht. Uns fehlt da noch was. Aber ich will nicht, dass jemand reinläuft. So, warte. Die laufen aktuell noch nicht. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich meine ID herkriege. Muss ich alles nochmal checken hier. Ich habe das noch nie hier gespielt. Keine Ahnung. So. Erstmal wieder öffnen. Wir brauchen erstmal wieder Geld. Wir haben 133 Dollar. Dem Penner haben wir schon Geld gegeben, dafür, dass wir eine ID kriegen, ne? Oder dafür, dass wir das machen dürfen. Also eigentlich... Erstmal brauchen wir da Geld und dann Grafikkarten. Dann räume ich eine Maschine weg, um da hinten sauber zu machen. Ärgerlich, dass wir den nicht reinigen können. Wir brauchen wirklich so einen Rombo, ne? Anschließend. Den brauchen wir auch noch. So, warte, hier nochmal. Na, So. He knows. He knows.
So, schön rein da. Ja, ich weiß, wir haben hier so eine Mining-App. Die muss ich mir gleich nochmal angucken. Können wir gerade mal reinschauen. Haben wir installiert hier. Mach schon Platz, ich bin der Landvogt. Katharina, dankeschön, vielen Dank, dankeschön, dankeschön. Was? Oberhalb ho! Sie konnten nicht ins Netzwerk aufgenommen werden. 10, achso. Das hier ist unser Code oder was? 547 FZC? Ist das unser Code? Also steht da der Code. 0 MHS, ja, ja, Sigi. Muss ich mir den aufschreiben? Ich weiß nämlich nicht wie. Also mit dem Stift, aber ich weiß nicht worauf. FZC. So, oh, danke, Chat. Vielen Dank. So. Okay, raus da. Geld kriegen wir wieder ein bisschen. Ich muss gucken, ob es wann so eine. Oh, ich mach's da mal zu, vielleicht, wa? Sehr unauffällig. Wir brauchen noch ein bisschen Kohle für eine Grafikkarte. Oh, hier der Regenwald. Also es ist Regen und Wald. Virusscanner brauchen wir gerade nicht. Mitarbeiter. Boah, die haben immer Spaß hier. La 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 la. Na da, flupp. Dresch, dresch. Dresch, dreschig. So. Düdeldümdümdöde. Alles sehr dreckig hier im Laden. So, okay. Okay. Prima. Komm rein, schwebender Elon. Hast du wieder 420? Ist wieder soweit bei ihm, wa? So, kommen wieder irgendwelche schmierigen Einbrecher, die ich wegklatschen kann? Nee, ne? Aktuell nicht. Aktuell sehr ruhig. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Der Laden kann noch größer werden. Wir haben schon einmal ausgebaut. Der kann aber noch ein paar Mal größer werden, glaube ich. Was sagst du zu den Gerüchten um eine Netflix-Bioshock-Serie-Verfilmung? Sind keine Gerüchte. Das sind keine Gerüchte, das ist eine Tatsache. Die wurde angekündigt. Spiele! Gamer klingen immer so. Man weiß es. So. Mal gucken, was geht. Warte mal. Ich guck gleich mal, ob das geht. Du hast recht, ich sollte schon mal probieren. Ich würde gern wissen, ob Polizisten in den Laden kommen, sobald man hinten so ein Ding rumstehen hat. Also wenn ich das Ding zum Beispiel gerade nochmal beiseite stelle, dann komme ich hier auch durch, dann kann ich auch mal sauber machen. Kurz mal. So. So. Ja, sieht's aber auch aus. Werden hier so rumgelatscht. Ich höre lauter Schritte, aber die sind draußen, ne? Oh! Was zum Teufel? Warum? Was ist denn? Was ist denn? Ja, Spielhalter dran. Gib deinen Miner-Code ein. 547 FZC. Oh. FZC. So rum. Hier.
So. So. Prima. Das andere braucht noch Grafikkarten, Leute. Da sind noch keine Grafikkarten drin. Die wollten wir doch erst noch kaufen. Der Strom ist aus, natürlich. Frag mich warum. Wie konnte das denn passieren? Zieht hier irgendwas Strom? Ich bin unsicher. Zum Glück hört man das hier gar nicht. Prima. So. Wo hat er jetzt den Mining-Code her? Aus der App auf dem Rechner. Wieso stehen die jetzt? Weird. Sehr unauffällig da hinten. Sehr unauffällig. So, E drücken. Ich glaube, ich kaufe wirklich einen Reinigungsroboter. Langsam. Sag mal. Was soll das denn? Du hast doch gesehen, dass sie umstellt. I wanna speak to the manager. Okay. Nur mal aus Spaß. Ich hasse es. Würde gerne wissen. Alter, was ist denn hier los auf einmal? Was ist denn hier auf einmal los? Also der Laden rennt, ne? Oh ja. Der Laden rennt. Wie viel haben wir denn jetzt? 2400, na klar. Um 1 Uhr kommen keine Neukunden. Das heißt, wir können gleich nochmal schnell weg. Und vielleicht ein paar Grafikkarten holen, 2 Stück. Eventuell. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob hier im Game Mining verboten ist. Im ersten Teil war das so. Da musstest du dich immer vorsehen. Ob es hier so ist, weiß ich nicht, aber ich will kein Risiko eingehen. Außerdem muss das ja keiner wissen. Muss ja keiner wissen. So, schnell, es ist 1 Uhr, man sieht's. So, warte. Hallo! Danke! Geil! Zum Glück gibt's davon genug auf dem Markt. Wer noch keine hat, selber schuld. Ich habe auch schon 7 PS5 zu Hause. Fehlerhahn, Dankeschön, Fehlerhahn. Vielen Dank, Dankeschön, Dankeschön. Wurf. Okay, ich werfe. Oh, wow. Ich werfe. Geht nicht dahinter, okay. Dann hole ich nochmal eine. So. Aus dem Weg, Leute, aus dem Weg. Ich wirke unentspannt. Was? Was? Was wirklich? Das ist ja aber gelogen. So, warte. Junge, was ist mit dir? Das sieht nicht gesund aus. Ach, da war ein Hund. Ich dachte gerade. So. Okay. Dann wollen wir mal bauen hier hin. Mal gucken, wie das funktioniert. Einsetzen der Grafikkarte. Ist hier gerade Licht ausgegangen? Nee. Da war einfach keins. Das ist draußen ausgegangen. Nochmal einsetzen der Grafikkarte. Schnittstelle ist drin. Arbeiten. 2 Karten drin. 1 Karte drin. Ich glaube, wir sind am Start, ne? Wir brauchen jetzt dringend den Bodensauger. Unseren Freund, den Saugefreund. Wir brauchen dringend den Bodensauger. So. Und jetzt baue ich da wieder zu. So. Der da draußen wirkt unentspannt. So. Und schon sind wir wieder drin. Kaffee öffnen. 8 Uhr morgens. Geil. Direkt pünktlich. So.
verifiziert. Eingeschlossenes Netzwerk für den Bergbau. Wir sind im Bergbau, Leute. Wir sind im Bergbau-Business. Ich würde jetzt erstmal das Rig da hinten ausbauen. Vielleicht ein bisschen. Also schön alle Karten, die wir kriegen können, da reinballern. Und dann mal gucken, was passiert. Ab in die Minen. So sieht's aus. So. Ja, kommt alle rein, das ist euer Geld hier. Kann ich Grafikkarten holen. So. Ich close das mal hier nach unten. So. Das ist keine Mine, das ist ein Grab. Wir könnten schon wieder zwei neue Grafikkarten holen, ne? Ich zahle doch nichts für den Strom, Leute. Ist ein Tutorial. Oh. Ich zahle doch nichts für den... Wie man sieht, zahle ich nichts für den Strom. Kann ich eigentlich auch meinen Stromvertrag upgraden? Nur mal so aus Neugier. So. Wish-Content. Ja, ja, Wish-Content bleibt leider nicht aus. Erstmal. Wir holen uns aber gleich einen Saugeroboter. Es bleibt dreckig. So, wieder an die Scheiße. Ich muss mal kurz gucken, was wir mit dem Strom machen können. Ob wir den irgendwie sicherer kriegen. Ich weiß noch nicht genau wo. Aktualisierung Produkte. Schiebetür, Lautsprechersystem, Kaffeemaschine, Verkaufsautomat, Toaster, Mikrowelle, Kühlschrank, Urinal, Spiegel, Händetrockner, Flüssigseife, das wird's wohl nicht sein. Maikaffee, hab noch keine Bewertung, weil wir sind noch nicht am Game. Computer, Tapeten, Anfragen haben wir auch keine. Kann ich irgendwas mit dem Strom irgendwo machen? So, warte. Ich gucke jetzt bei den Apps. Haben wir da noch irgendwas? Nee, ne? Was ich erstmal mache, auf jeden Fall. Ich hoffe, einer reicht. Ich glaube, es wird echt Zeit. Wo ist er denn? Sehe ich ihn gerade nicht? Joystick, wo sind die Putzroboter? Ach, den muss ich über den Stellmarkt, ne? Der Putzroboter ist über den Stellmarkt, weil Roboter haben ja auch Gefühle. Ist ja aber Mitarbeiter, klar. So, Cleaner, let's go. 3 Tage, $600. Das ist leider scheiße teuer. Da ist er. Na gut. Realitätsgetreu. Na gut. Kommt der denn auch? Also der muss... Okay. Der ist so gut gemacht, dass... Ah, der geht aber auch in die Automaten rein, oder? Also kommt der da hinten auch hin? Da hinten, Mann? Ja, kommt er. So, sehr gut. Entschuldigung, Sergei. Okay. Wird natürlich teuer. Aber müssen wir leider machen. Jetzt fühle ich die Probleme des mittelständischen Unternehmens. Okay. Gut, den haben wir. Und wir kriegen ja trotzdem noch ein bisschen Geld, ne? 2600 haben wir. Ich würde dann, glaube ich, vielleicht nochmal... Ich meine, Grafikkarten dürfen wir uns doch kaufen, ne?